Einen wunderschönen guten Abend, ihr Couches, zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Und ja, passend zum Lichtverhältnissen draußen ist es auch hier wie immer dunkel, wenn ich starte. Ist unglaublich, wir starten immer im Dunkeln. So, ich habe eben schon mal ganz kurz auf die Karte geschaut. Ihr wolltet gerne mal Jagd machen, allerdings muss ich gestehen, da will ich mich ein bisschen drauf vorbereiten, weil da gucken wir, wo ich denn so ein bisschen hin muss. Und da will ich ein bisschen Zeit für haben. Und das schaffe ich unter der Woche nicht. Das hoffe ich einfach mal, dass wir das vielleicht, dass ich das nächstes Wochenende angehen kann und dafür Folgen machen kann. Das heißt, jetzt unter der Woche machen wir normale Questfolgen und am Wochenende versuche ich dann zumindest so ein paar davon aufzunehmen. So, aber was können wir jetzt machen? Wir haben hier bei Maika was. Warum ist hier eigentlich das alles nach unten? Da müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht müssen wir Zeug kaufen. Das leuchtet irgendwie alles so komisch. Warum? Sehe ich das, warum? Kann ich hier sehen, warum das nach unten blinkt? Nope. Ich kann nicht sehen, warum das so komisch nach unten ist. Questmäßig, dass es bald nicht mehr verfügbar ist, kann es nicht sein, weil es ist sowohl bei den Quests als auch bei den Erste-Hilfe-Sachen und so weiter. Das heißt, das wird es nicht sein. Aber warum das hier ist, ich habe keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Index verbergen. Wir haben hier bei Maika was, wir haben bei Trelawney was und, was ich eben auch gesehen habe, wir können tatsächlich auch das bei John noch machen. Ihr kennt das, wir sind gerade bei uns im Camp, also werden wir eins von den anderen beiden machen. Trelawney haben wir beim letzten Mal erst befreit, also bin ich dafür, dass wir das bei Maika machen. Und was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein Geräusch war. So, ich wüsste gerne hier gerade mal im Camp. Jo, bitte speichern. Ob jetzt leuchtet es Sonne. Ach! Nach unten hieß, glaube ich, dass das Ganze unter mir ist. So, der Topf brennt nicht. Das heißt, hier wird es gerade nichts zu essen geben. Sehe ich das oben? Es dampft noch ein bisschen. Ah, ich hatte erst vor kurzem einen Topf. Okay. Dann essen wir einfach mal eben ein Stück Fleisch. Da habe ich eh nur drei von. Hier bin ich voll. Arthur? Moin. Okay. So. Ja, die Balken waren eh nicht ganz voll. Und da dachte ich. Moment. Ich hoffe, dass ich das ganz fix lösen kann. Danach reden wir mit Maika. Komm schon. Monitor, mach hin. Mach hin. Moment. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gelöst bekommen habe. Ich befürchte nicht. Das ist das Ding mit dieser scheißvollen Festplatte, dieser Partition D, die Windows 10 irgendwann mal angelegt hat. Aber im Zweifel müssen wir jetzt damit leben. So, Maika. Okay. Blessed are the peacemakers, for they shall be called. Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you or me very well. That's because, cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. And things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. Klingt nach ihm, ja. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch, do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you gotta take.
I killed Combs' brother. Long time ago. Then he killed a woman I loved dear. Hmm. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Um Gottes Willen. Ich halte das für nicht so eine geile Idee. Vor allem, dass wir zu dritt... Warum nehmen wir Hosea nicht noch mit oder so? Oh, Moment. Oh Gott. Wartet. Maus, kurz füttern. Okay. Ich brauchte so ein bisschen Stamina auf meinem Pferd. Wer weiß, was hier gleich passiert. Was ich übrigens faszinierend finde, ist, so ja, sie haben ein Treffen vorgeschlagen. Und jetzt reiten wir instant los und das Treffen ist direkt. Das ist so ein bisschen komisch gemacht, muss ich jetzt einfach mal gestehen. You know. I've been fighting Combs for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had... Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? Oh yeah. Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look. You ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah. But... And me and Dutch walk right in to the lion's den. With you to cover us, hmm? Okay. Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh my dear, Mary Miss. With you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Oha. Nach den sehr kritischen Worten von Maika jetzt auch noch solche Worte von Maika. Nicht schlecht. Die beiden vertrauen mir. Finde ich gut. Hey, up there. Men on the ridge. O'Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. Yeah. It might be. Maika might be full of shit. Combs O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation, men created equal, liberty. And justice for all? That might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. Ich dachte irgendwie mal, dass ich, wenn die X gedrückt halte, den Weg halte. Das tue ich aber nicht. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain.
Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. So, ich suche mir jetzt eine Stelle, die mir zufälligerweise gezeigt wird, welche ich nehmen soll. Ja, mal ganz kurz. Okay, ich bleib mal rechts. Ich dachte eigentlich hier links das wär's, aber es ist scheinbar noch weiter hier hinten. Ah ja. Whoa. Moment, haben wir, brauche ich irgendwas? Ich glaube, ich brauche nichts, oder? Nein, ich brauche eigentlich nichts. Ist hier irgendwas? Ich dachte, es triggert automatisch. How's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us, whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Das habe ich mir gedacht, dass genau das passieren wird. Hello, Sugar. You ain't dead, is you? Not anyway. Es war halt klar, dass das passiert. Und das. I don't know. Colin's got a sense. Handing him over to the Lords. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella, Colin's right. We can draw them all back. True. Where'd Colin and Patrick head off to? He's escaping. Shoot him. Relax. Relax. I got him. Did I kill you? Not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Okay. Das hat scheinbar nicht geklappt mit dem Töten. Moment, ich sitze auf einem Pferd. Warum sitze ich auf einem Pferd? Put his weapons over there. Die Stimme kenne ich. Was ist das nicht kommen? Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Cole. Ich wollte gerade sagen, es ist doch Cole. How's Wound?
hardly feel it. You will. Septic. Say nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cole. No, no. It's Dutch's famous cars. You killed a whole bunch of my boys. Six-point cabin. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached true. Let me go, Cole. And end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He gonna be so mad. He gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. Arthur. I missed you. Aua. Nein, hör doch auf. Das kann nur schief. Oh. Wo bin ich? Ah ne, ich hänge immer noch über Kopf. Ja. Ja. Hab ich sie? Okay, ich hab sie. Das tut gleich weh. Mhm. Sag ich ja. Oh, come on. Ich weiß nicht, wo ich die positionieren soll. Also jetzt im Ernst. Warte, da. Ja. Hat's funktioniert? Alter. Ja. Muss ich irgendwas drücken noch oder muss ich einfach nur dran halten? Bin nicht 100% sicher. Ich drücke nach oben und ich halte X gedrückt. Ah, okay, ich muss es spammen. What the hell? Hallo. Der hat nicht zufällig eine Waffe dabei? Doch, hat. Nein, er hat drei Wurfmesser. Oh shit. Mir geht's nicht so gut. Finde ich hier noch was? Ich darf mich hier, denke ich, nicht zu lange aufhalten. Weil. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Aber ich muss es auf meinem Pferd verlassen. Mein
Pferd ist halt auf der anderen Seite. Ich habe Angst, dass er sich umdreht. Warum haben sie überhaupt mein Pferd hier gelassen? Okay, die O'Driscolls patrouillieren. Moment, ich muss erstmal wissen, wo ich bin. Ich muss erstmal kurz... Oh shit, da kommt mir auf jeden Fall eine Patrouille entgegen. Da kommt mir eine Patrouille entgegen. Ich sollte vielleicht unten lang... Aber da vorne ist auch noch einer. Okay. Ich darf halt nicht zu schnell machen, weil ich Angst habe, dass ich auf... Konnte man die Minimap größer machen? Oh, ich bin der Meinung, man konnte die Minimap größer machen. Ich weiß nur gerade nicht mehr wie. Das war eine ganz schön beschissene Falle, ey. Sieht so aus, als wären sie nicht da. Och nein, bitte nicht. Arthur! Arthur? Ja, die Männer sind nicht da. I told you it was a setup, Dutch. My boy. My dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw! I need help! Reverend Swanson! He's gonna set the law on us! Oh, of course he was! I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. I got you. You're safe now. That's pretty, Dutch. That's real pretty. Miss Grimshaw. Will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Ich könnte medizinische Versorgung benötigen. Und nicht nette Worte. A few weeks later. Entschuldigung, ich habe das ja mal auf Englisch vorgelesen. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. Oh, der Bart ist ganz schön lang. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Die Wanne hat deine gestohlenen Waffen ersetzt. Sie befinden sich in deinem Sattel. Okay, die Mission lief nicht so richtig gut. Was hätte ich? Befreie und verarzte dich innerhalb von einer Minute. Hole im Lager der O'Driscolls deine Waffe. Oh, shit. Töte die Bandmitglieder der O'Driscolls, die dich verprügelt und auf dich geschossen haben. Shit. Entweder man hätte vielleicht sogar noch, man hätte das schon in diesem einen Camp machen können.
Ja, man hätte es wahrscheinlich in dem einen Camp noch machen können. Dann hätte ich nicht flüchten müssen, sondern hätte mir eine Waffe genommen, hätte auf die geschossen, dann wäre es nie dazu gekommen, dass ich da aufgehangen worden wäre. Ah. Tja. Aber das war mal eine Nummer. Habe ich noch Geld? Oder haben sie... Das habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Aber ich finde das mit dem Bart ganz cool. Ich würde sagen, wir lassen den Bart mal ein bisschen wachsen noch. Was sagt denn die Map jetzt? Also ich bin ja so ein bisschen... Ich weiß, Rache ist so eine Sache. Aber ich bin jetzt so ein bisschen auf Rache aus. Muss ich gestehen. Also nur so ein ganz kleines bisschen. Deswegen, naja... Mal schauen. So, erstmal müssen wir mal gucken. Habe ich jetzt gerade eigentlich irgendwas? Nee, ich habe gerade nichts. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal meine Waffen wieder. Erstmal streicheln. I'm sorry, boy. Okay. Jetzt. Müssen wir mal eben hier ins Inventar gucken. Okay. Wie komme ich denn jetzt an meine Waffe? Hey, boy. Ah, jetzt habe ich meine... Sehe ich das gerade richtig, dass ich meine Waffen jetzt wieder habe? Jetzt... Ja, ich... Es sieht so aus, als hätte ich meine Waffen jetzt wieder. Okay, mal gerade schauen. Hey, Arthur. Nee, jetzt will ich gerade keinen Hof überfallen. Okay, Moment, bin ich hier? Wird mir nichts gezeigt, dass ich irgendwie... Ah, ich habe auf jeden Fall Waffen gerade. Kann natürlich sein, dass ich die gerade nicht ziehen kann, weil ich halt, weil ich im Lager bin. Also macht es ja Sinn, dass ich die nicht benutzen kann. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist Wasser für die Pferde. Okay. Das war ziemlich aufregend. Mit sowas hatte ich jetzt gerade nicht gerechnet, muss ich gestehen. Also ich wollte theoretisch mal... Nee, zu essen gibt's gerade nichts. Schade. Der Eintopf wird gerade erst zubereitet. Jo, danke. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, ob ich... habe ich jetzt echt alles an Geld verloren? Das wäre natürlich echt ärgerlich. Nee, ich hab mein gesamtes Geld noch. Alles klar. Das ist natürlich praktisch. Aber unsere Leute brauchen Essen. Ich würde sagen, da gucken wir mal ganz kurz nach Vorräte. Richtig Abwechslung hier, $36. Ja, kaufen wir. Ist das Essen jetzt immer noch? Nee. Genau, okay, das, aber der, es ist aktuell oben immer noch rot, allerdings ist es auch noch auf, jetzt nicht mehr, okay, perfekt. Komm, dann holen wir auch jetzt noch die gute Medizin. Das kann auch nicht schaden. Damit ist, das ist immer noch, das gibt's doch nicht, Medizin ist immer noch gelb. Das ist krass. Kokain, Kaugummis und Süßigkeiten könnten wir uns jetzt noch gönnen. Naja, geht so. Waffen und Munition ist weiß und... Also der Rest ist alles weiß. Mehr. Und hier, wie gesagt, Pferdestation brauchen wir nicht. Keine Ahnung, wofür wir es brauchen sollten. Und das Boot brauchen wir auch nicht wirklich. Also das können wir uns aktuell meiner Meinung nach schenken. Da kann ich mir das Geld noch aufbewahren und da können wir mal schauen, was es sonst noch so gibt. Jetzt haben wir natürlich gerade Geld ausgegeben. Das heißt, wir können jetzt auch noch mal ganz kurz was spenden. Beziehungsweise wir können Gegenstände hier noch mal ablegen. Und ja, ich würde sagen, wir sind aber auch am Ende angekommen so langsam. Das war heute überraschend. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich das mit der einen Quest da nicht... Also, dass ich das nicht geschafft habe, die Quest besser zu absolvieren. Aber, naja, so ist das nun mal. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir haben aktuell noch unsere normalen Quests. Also, wir müssen hier mit John noch reden. Wir müssen hier mit Trelawney noch reden. Und ich hätte jetzt gedacht, dass wir jetzt irgendwas
gegen die O'Driscolls planen. Weil, auch wenn wir irgendwann mal so, auch die Rede davon war, ja, Rache ist nicht gut und auch wir das zwischendurch mal gesagt haben, bin ich jetzt persönlich so ein bisschen auf Rache aus und die möchte ich dann doch gerne irgendwie so langsam stillen. Aber wir machen jetzt erstmal nochmal weiter, gucken uns an, was passiert und ich hoffe, dass uns irgendwann die Missionen in die Richtung führen, denn wie gesagt, ich will denen aufs Maul hauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich selber ein Like freuen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, hoffe, dass wir uns auch morgen früh wiedersehen. Bis dahin, haut rein!